Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous,
this guitar. Simmer down and mess me up. Tripping like I'm Jimmy at Woodstock. And I drive me round in your red Ford. Shivers down my spinal cord. Und damit ein recht herzliches Willkommen zu diesem wunderbaren Livestream. Wir sind schon mittendrin, denn die Ausbildung beginnt sehr in Kürze. Also sehr in Kürze. Tatsächlich. Von daher, die beginnt in einer Minute. Also muss ich mich jetzt booten, um noch rechtzeitig da zu sein. Gruppe 2. Fahrzeug besetzen, so war das damals. Und dann rüber in NRW-Training. Einmal nochmal hier an ein persönliches Schließfach. Das. Gut. Wieder Außerdienst melden. Und hoch. Und zwar Dalli. Und zwar ganz Dalli. Noch haben wir es nicht, 20 Uhr. Ey, ist es jetzt zu oder nicht? Ja, danke. Naja, Tobi, also... sitzt hier sehr schön. Ich kann nicht sitzen. Oh, da, Nala. Darf ich vorstellen? Nala. Ich glaube, Nala kann sich ja besser finden als die Hälfte von mir. La la la. Okay. Nala, komm her jetzt. Hier, ich hab nur einen Schlagstock, aber ich glaub nicht, dass er so viel hilft. Nala. Ich möchte übrigens kurz erwähnen, kurz ganz am Rande erwähnen, der Hund ist kein Prank, also das ist real. Also das ist obvious ein Mensch dahinter, der real so, einen Hundecharakter spielt. Ja. 11. Ja. 14. Wie viele haben sich angemeldet? Hört sich auch nicht gesund an, aber... Mal gucken, wer sich alles noch gemeldet hat. Da haben sich insgesamt 13 gemeldet. Ich würde mal die Anwesenheit durchgehen. Viel Spaß. Irgendwas stimmt hier nicht, so. Alter. Select weird. Herr Bechtstein. Jawohl, bin hier. Ja, Tyrone Davis.
Jawohl. Ja, der war. Benjamin Edgar. Jo, ich bin da. Anwesend. Herr Hannes. Anwesend. Anwesend. Herr McBlind. Schwarzmusströmmen anwesend. Frau Dorn. Warte. Hauptmann. Ich schau mal eben, ob ich mich angemeldet habe. Ich weiß gar nicht mehr. E-Strich. E-Strich Christian, anwesend. Frage. Ich melde mich da auch noch mal eben gerade ein. Bei mir war das ja spontan Frau alles. Davis. Anwesend. Herr Wagner. Ist anwesend. Herr Wagner da? Hallo? Ja, ist anwesend. Ja, supi. So, dann fehlt noch Herr Seidsteiner und der Herr Estrich. Dann frage ich nochmal in die Runde, ist Herr Estrich da? Ich weiß auch nicht, was es gerade ist. Hat die alle paar Sekunden ein Stockbild. Würde ich euch alle mal bitten, im D-Funk Lehrzimmer zu sitzen. Dann werde ich gleich eine Bildschirmübertragung machen. Nicht wundern, das ist tatsächlich die Folie aus der GAB. Müsst mir sagen, ob ihr es dann seht. Ich schau mal, ob ich euch den Discord wieder so einbinde. Das wäre er jetzt. Ja, guck mal, ob das. Seht ihr da nur weiß oder? Jetzt weiß. Mit dem Strich jetzt weiß. Jo, weiß mit dem orangenen Strich. Oh mein Gott, nein. Das wollte. So, egal, mach's einfach so. Oder ich freeze, oder ich mach's so. Ich hab's auch damals so hingekriegt. Nee, so nicht. Jetzt sieht man nur noch weiß gerade. So. So? Ja. Super. Meine Güte. Oder so. Du streamst deinen anderen Bildschirm. Dann kannst du das auch. Ach, ist egal. Mach einfach, wie du denkst. So, seht ihr das? Sehr gut, jo. Oder? Oder was? Ja. Dann würde ich schon mal anfangen. So, oder? Willkommen bei der Funkauffrischung. Ich hoffe, Sie haben viel Motivation mitgebracht. Okay, das klingt jetzt ein bisschen. Ja, eigentlich konnte ich kaum erwarten. So, ich weiß, Funk ist sehr viel Theorie, aber wir müssen es ja können. Es muss ja 25/7 funktionieren. Ich wüsste gerade gerne, wo die Problematik liegt, also dass der da so seine Hänger hat. Wir haben da einmal ein Funk-Tablet, wo man einen Notruf CPU absenden kann zum ADAC, Auslastung. Zum Feuerwehr- und Rettungsdienst, zur Justiz und zur Polizei. So, hallo Herr Seidsteiner. Dann kann man auch ein Fahrzeug besetzen oder verlassen. Da kommen wir 50%, ja. Wo ist der Rest der Prozente hin? Da gibt's noch die Leitstelle. Kann man besetzen oder auch verlassen. Da ist auch noch Einstellungen, wo man auch die Gesamtlautstärke einstellen kann. Leitstelle, Funk und Melder einstellen kann, also den Zoom. Das Hintergrund einstellen kann. OBS zieht Leistung gerade. Melder auswählen kann. Und ein Funkgerät auswählen kann. Das ist sonst alles nicht so schlimm. Doch, die Administration ist nur für die, ist nur für den Leitungsstab relevant. Rechner am Arsch, Digga. Man kann auch die Leitstelle anrufen auf dem Tablet. Also das ist auch eine ganz stabilierende Funktion. Wenn man mal eine Information hat, die nicht im Funk sein sollte. Die nicht so nötig ist. Wir machen übrigens jetzt Funkerausbildung und danach mache ich meine Laufbahnprüfung. Eine Meldung der Leitstelle, zum Beispiel zur Streifeneinteilung oder praktisch. Zu einem Einsatz. Also ich würde euch bitten, wenn ihr Menschen zu einem Einsatz alarmiert, das bitte nicht per Funk zu machen, sondern per Melder. Dann ist der Funk nämlich für relevante Informationen frei. So. Und da gibt es auch noch die Meldung der Leitstelle mit Lagefragezeichen. Wenn ihr zu einem Ladenraub oder egal zu welchem Einsatz geht, bitte eine erste Lagemeldung abgeben. Wir müssen ja wissen, was da vor Ort gibt. Ja. Und da gibt es auch andere Meldungen der Leitstelle. Auf die komme ich aber später zurück. So. Wir haben das Funkgerät, wo wir auch die Status, den Status 1 bis 9 haben. 1 bis 0, sorry. Die, auf die komme ich später zurück. Und da gibt es dann auch bei diesem Kreis mit dem Strich da drin, da kann man links, rechts Lautstärke leiser oder lauter machen. Und da gibt es auch noch diesen orangenen Knopf,
Knopf. Orangenen Knopf, perfekt. Orange-roter Knopf, das ist der Panic-Button. Den bitte aber auch nur drücken, wenn wirklich Gefahr im Vollzug ist und euer Leben gefährdet ist und nicht, wenn ihr gerade einen kleinen Unfall gebaut habt. Da könnt ihr die Feuerwehr dann rufen. Im Rettungsdienst oder ein ADAC, je nachdem wie schwerfällig. So, dann haben wir auch eine Streifenübersicht über den 11. Finger, über das Funk-Tablet. Da haben wir dann Aufwache bis... Man sieht hier nichts. Also es ist gerade ausgegraut, weil wir alle außer Dienst sind, ja. Aber ihr wisst ja, was wir für Fahrzeuge haben. Ping, Mensch, man sieht nichts in deiner Präsentation. Ja, weil das hier gerade gemacht hat. Oh, ach so, ja. Weil du warst... Ach so, jetzt ja. So. Jetzt habe ich wieder... Ja, alles gut. Ich habe da immer so einen inneren... Bonk in mir, wenn ich das nicht auf ganzes Auge habe. So. Dann kommen wir mal zu den Funkrufnamen. Hilfe. So. Dann hören wir jetzt nicht alles auf dem Schiri-Schiri. Okay. Fußballthema. Wir sind Schutzpolizeibeamte. Ich suche gerade einen Chat, Alter. Ich kopf gleich. XX. Das ist da. Leitungspersonal. Dann haben wir Condor 31XX. Das sind Kriminalpolizeibeamte. Dann haben wir Bodo 42XX. Das sind Auszubildende. PMAs. Ja. Dann haben wir einmal den Egon, das ist unsere Leitstelle. Dann haben wir auch Christa X, das ist ein Funkstreifenwagen. Dann haben wir den Moritz X, das ist ein Kriminalpolizei-Funkstreifenwagen. Oh, Alter, die Qualität ist so scheiße, ne? Bocha X, Rufname für Funkstreifenwagen der Drogenrouten. Dann haben wir auch SEK X, das sind Einsatzfahrzeuge des SEKs. Dann haben wir auch noch den X-Ray, das war mal die Einsatzleitung des SEKs. Dann haben wir auch Alpha XX, das sind Einsatzkräfte des SEKs des Alpha-Zugs. Dann haben wir noch Bravo XX, Einsatzkräfte des SEKs des Bravo-Zugs. Dann haben wir auch noch die Hummel, unser Polizeihubschrauber von der 51. Fliegerstaffel. Dann haben wir auch noch die Kroppe, das sind Ausbildungsfahrzeuge. Und da sind. Dann haben wir ein Funkgespräch. Weiß denn jemand, wie ein Funkgespräch aufgebaut ist? Will es jemand sagen? Bin ich gespannt, was er hören will. Wenn wir so viel Bereitschaft haben, Schnauze. Dann das. So. Dann auf Sachen im Testchat zu reagieren. Das sieht keiner. Ein Funkgespräch findet immer zwischen mindestens zwei Parteien statt. Es wird durch eine Person eröffnet. Diese Person beendet es auch. Jeder Funkspruch mit kommen beenden. Und jedes Funkgespräch wird mit Ende beendet. Und nicht mit leer lassen. Mit Ende bitte beenden. So, und das Bindewort ist von, nicht für oder an oder sonstige Bindewörter. Und dann haben wir auch noch, ja, Aufgabenbefehle werden immer wiederholt. Also nicht nur einmal Aufgabe oder ein Befehl wiederholen. Oder haben wir einfach ein anders angefangen? Zwei bis dreimal am besten. So, Herr Hauptmann, wir sind Modul 1.1. Achso, deswegen nochmal die Funkauffrischung. Hm. War Modul 1.1, so deswegen, ich kannte auch alles schon. So lang benötigt halten. Herr Hauptmann, bitte nicht so aggressiv. Dankeschön. Ich weiß, es ist langweilig, aber... Was ist das jetzt für ein goofy iPhone-Screenshot? Ja, Digga, da haben wir auch, ich hatte mir davon kein Bild gemacht und brauchte das. Ohne Grundregeln gibt es auch keine Funkdisziplin. So. Höflichkeitsformen sind bitte zu unterlassen. Wie zum Beispiel bitte, danke, könnten Sie... Das ist zu unterlassen. Weil dann können wir auch die Funkgespräche so kurz wie nötig halten. Aber was wäre... Wir bitten um eine deutliche Aussprache und nicht in einem Akzent, um Hochdeutsch bitten wir. Also im Funkverkehr ist stets Hochdeutsch zu sprechen, sorry. Ich habe gerade ein bisschen selber verkackt. So. Dann haben wir ein angemessenes Sprachtempo. Wir wollen jetzt hier nicht, dass ein Eminem 2.0 im Funk ist. Ja, wir wollen, dass sie... ein angenehmes und angemessenes Funktempo haben, damit sie jeder versteht. Ich hoffe, Sie verstehen mich gerade. So. Wir sollten Abkürzungen vermeiden, wie zum Beispiel VK für Verkehrskontrolle oder RTW für Rettungswagen. Echt?
Personennamen und Amtsbezeichnungen vermeiden. Ach, ich möchte nicht und, sagen, wenn möglich, aber... die Dienstnummern verwenden. Ja. Es tut mir leid, ey. Ich bin auch echt nicht so helle gerade. Teilnehmer werden nur mit Funkrufnamen angesprochen, das habe ich ja gerade schon erwähnt. Ich bin halt leider auch... Alle Teilnehmer sind mit Sie anzusprechen. Nicht 100% fit. Ich habe auch keine Ahnung, was gleich mündlich und, bei der Laufbahnprüfung abzufragt wird. Dafür haben wir ja unsere Teeküche da unten. Und ich habe keinen Plan, was... Genau. Und laufende Funkgespräche werden nicht unterbrochen. Ich weiß nur, ich habe halt obvious 49 weißt du, Frames. Jemand, wie die Status so aufgebaut sind? Die Stati. Will das jemand erläutern? Ich habe so ein scheiß Problem gerade, Digga. Was ist denn Darf los? Vor? Okay. Wie sink aus? Oh mein Gott, dann mache ich's halt. Oh mein Gott. So. Ja. Status 1 ist frei auf Funk. Status 2 ist frei auf Wache. Status 3 ist Einsatz übernommen, ich hoffe, das ist auf alles Anfahrt. Möglich. Status 4 ist Einsatzort an, am Einsatzort. Fünftens, dann einmal kurz Escape. Also Status 5 ist ein Sprechwunsch. Status 6 ist nicht einsatzbereit. Status 7 ist zum Zielort, zum Beispiel Krankenhaus oder Präsidium oder SG. So, warte nochmal. Status 8 ist am Zielort angekommen und Status 0 ist ein priorisierter Sprechwunsch, wenn dieser sehr dringend ist. Und manche hier verwenden Status 9 gerne für Verkehrskontrollen. Ja, da würde ich dann ganz kurz drauf schießen. Das wird jetzt eingeführt. Der Status 9 wird jetzt in Zukunft Verkehrskontrollen sein. Wasserqualität also von auch sehr hoch? Das wird auch demnächst bald ein auf Statussystem runtersetzen und plötzlich kriege ich hier... Genau. Ganz arge Lichtprobleme. Weil ich habe das auch damals mal mitbekommen, das hat mir auch Edelmann eben gesagt, mir dass Status für Verkehrskontrollen sind. Es läuft trotzdem nicht besser. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass hier 37 Kollegen sitzen oder sein sollte. Wo das Problem der ist. Der rote aber... Knopf mit Dreieck im Kreissymbol. Wegen Mädchen ist eine Frage. Ja, gut. Ja, Herr Stark. Der Status 9. Bringt ja eigentlich in der Form nichts, weil was kann der Egon machen, wenn er weiß, dass die Christa 4 im Status 9 ist, aber weder weiß, wo sie ist, noch wen sie kontrolliert hat. Hier wird eine neue Stadt erforderlich, ne? Ja, wenn sie wollen. Ja. Das nicht. Ja, die Funkmeldung soll ja trotzdem weiterhin erfolgen, bloß wenn man Status 9 ist, kann man nicht alarmiert werden, weil der Egon, wenn 5 Christas von 7 auf der Straße, wenn da 5 in der Verkehrskontrolle sind, hat er irgendwann keinen Überblick mehr und ich kenne keinen jetzt persönlich, der sich eine Liste führt, wer wo in der Verkehrskontrolle steckt, so, und er alarmiert hat halt mit, so, damit nicht mehr mit alarmiert wird oder drauf, man nicht ständig nachfragen muss, was da jetzt Phase ist, soll dieser Schau sein. Das kennt doch jeder, ist das Pflicht, ja. Das okay, nicht die Hälfte dort auf der Kerze, oder? Nee. Erwähnen, dass ich bin gespannt, was die Laufbahnprüfung bringt. Ey. Keine Ahnung, weil noch nicht. Ich hoffe, ich bestehe sie. Standort. Ich glaube, wenn ich sie nicht bestehe, dann ja, kündige ich und dann was weiß ich. Keine Ahnung. Lol. Wird genauso wenig eingehalten, wie wir melden jede Verkehrskontrolle. Gut, also, aber man sollte sich ja immer melden, wo die Verkehrskontrolle ist, eine kurze Fahrzeugbeschreibung und die Anzahl der Leute abgeben. Genau. Und sollte das nicht erfolgen, kann die Leitstelle auch über die Live-Map sehen, wo der Streifenwagen ist. Krass. Ja, tatsächlich, das ist ja auch so. Darf ich weitermachen? Sie oder können fortfahren, Herr Pinkmensch. Ich habe halt leider genau diese Frame-Drop-Probleme. Also wirklich, er droppt nach Eindrücken des roten zwischen 60 und 45. Warum auf jedem er? Funkgerät im... Wohl 1 Funk zum Beispiel. Framerate auf 30 runtersetzen während des Streams. Ausrufezeichen auf. Ich glaube, bei YouTube geht das nicht. Bei Twitch geht das, glaube ich. Mit ersten Informationen: Einheit, Standort, Lage. Gleichzeitig wird der GPS-Standort an die Leitstelle übermittelt. Nee, kann ich nicht machen währenddessen. Und die Leitstelle sollte auch direkt durchgeben, wo sich dieser Panic-Button befindet. Und ja, Lage ist meistens sehr unbekannt, weil die Einheit meistens nicht mehr funken kann. Weil sie eben kampfunfähig sind, etc. pp. So, dann gibt es noch Statusmeldungen. Statusmeldungen ersetzen viele Funkgespräche, womit weniger und konzentrierter. Digga, was ist denn das gerade? Ich also glaube, mein Rechner ist gerade ganz dezent überlastet und überfordert mit allem.
Dafür ist, wie gesagt, Teeküche da. Das ist nicht funny. Dabei hier angemerkt, das ist keine Werbung für die Teeküche. GPU ist wirklich bei 100% Auslastung. Zur nächsten Folie. Ich hätte den Rechner vielleicht zwischendurch einmal neu starten sollen. Sie wissen ja alle, wie Copnet funktioniert, denke ich mal. Ja. Boah, ich... Nochmal einen kurzen Anhang dazu. Bitte immer... Einsatzberichte schreiben. Die brauchen wir nämlich. Ja, haben Sie sonst noch Fragen zum Funken? Das glaubt bei dem i9 nicht so normal, to be honest, ja. Ja, Die, also mein Egon ist diese Live-Map, die funktioniert das öfter mal nicht. Die Live-Map also auf Copnet? Man sieht die Fahrzeuge zwar, aber man sieht halt nicht, welche Christa das jetzt ist, zumindest bei mir. Man kann ja zum Beispiel auch so nicht Copnet kommt nicht wieder, weil es Performance-Probleme gab, die hat ja immer hinterhergeholt. Also die Leitstelle hat ja halt mit Escape die Live-Map jetzt. Ja, mit Escape ist die Live-Map. Probleme und deswegen wurde die rausgenommen. Okay. Hat sonst noch wer Fragen? Sind Unklarheiten hier? Hat jemand was nicht verstanden? Okay, wenn es alle verstanden haben, dann mag ich mal hoffen. Dann mag ich wirklich mal hoffen, dass der Funkverkehr jetzt sehr gut funktionieren wird. Es wird auch noch einen Botentermin geben. Und ja, da werden dann die Restlichen dann zu mir kommen, hoffe ich mal. Ja, also ich hoffe, das war jetzt nicht allzu träge, langweilig. Mein Ansprechpartner, ich muss ihm gleich sagen, ich muss einmal powernappen. Ich muss tatsächlich obvious, glaube ich, einmal den PC neu starten. Ich hoffe, es hat, etwas wieder. Das hat wieder mich, mich gerade gar nicht witzig. Euer Kopf hervorgehoben. Oh, also, das nervt ein bisschen hardcore. Was soll ich noch ein Funkbeispiel machen? Ja, bitte. So ein richtig schönes Paradebeispiel. Ja. Ein Paradebeispiel? Ja, richtig gutes jetzt. Warten Sie mal. So. Egon von Vista 2 kommen. Hallo. Ich muss ein Beispiel machen. So. Arnold 4101 von Condor 3103 kommen. Hört kommen. Wie ist das Wetter kommen? Hört eine das? Funktion. Wir sind hier nicht in der Kaffeeküche. Eine nicht relevante Information. Das ist jetzt einfach nur ein ganz banales Beispiel. Nein, ist ja keine, es ist ja falsch. Das ist ein ganz banales Beispiel. Also wir müssen schon realitätsgetreu bleiben. Ja. Ja. Da bin ich voll bei Kim. Also, geht's? Na, dann machen wir mal ein anderes Beispiel. So. Arnold 4101 von Pando 3103 kommen. Was? Arnold 4101 von Condor 3103 kommen. Ich glaube, Herr Brandt ist gerade nicht mehr da. Nee. Nehmen Sie ihn mit anderen. Okay. So. Caesar 5101 von Condor 3103 kommen. Bin bra in Tunnel. Kann. Nee. Nee, ich kann, für alle zur Information, ich habe jetzt hier diesen neuen Melder hinzugefügt, der diesen Standard-DME2-Melder halt mit einem richtigen Bild ist, ne? Also dieses Swiss-Phone-Ringens. Könnt ihr dann jetzt auswählen. Schüchel groß, Alter! Ja, ich muss ich muss das doch erstmal einstellen. Was? Okay, also, wollte Pink Mensch mich anfunken, oder was? Schön. Ich wollte dich anfunken. Aber ich bin doch gar nicht hier 41. Oh, shit! Warte. Aua. Kann das alles nicht mehr? Das ist ein bisschen groß. Warte. Pinkman, funken Sie jetzt mal an. Ja, oh. Arnold 4102 von 3103 kommen. Die 02 gibt's ja gar nicht. Arnold 4101 von Condor 3103 kommen. Herr Brandt, antworten Sie mal. Ich glaube, wir
brauchen eine Einführung für die ganzen. Ich glaube, der hat auch. Der hat auch einen Tunnel. Okay, jemand anderes. Okay, also, dann nehme ich hier ein anderes. So. Sorry. Arnold 4106 von Kondor 3103 kommen. Hört sie, kommen sie. Frage, wie ist die Lage am Ladenraub kommen? Ja, Crystal 1 eingetroffen, kein Fahrzeug vor Ort. Wie sich dann jetzt in Lagen kommen? Hat die 3103 somit verstanden. Ende. So, das war ein ganz banales Beispiel. Ja. Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit dem Beispiel. Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie ja nach dem Unterricht auf mich zukommen oder ein Beschwerdeticket eröffnen. Genau. Nach dem Unterricht. Beschwerdeticket, das mache ich. So, also dann, ich werde euch mal wieder in den Streifendienst entlassen oder in den Feierabend entlassen und. Nein, endlich. Für die 10 Minuten? Nein, egal, komm. Scheiß drauf, Alter. Vielen Dank. Okay. Jetzt bin ich gespannt, ob er sich beruhigt oder nicht. Aber ich glaube, wir müssen dann mal auf ins Krankenhaus vorbei. Gehört es kein Funk. Mir wird alles rot. Kommando gibt's auch nicht. Ach du, das ist. Alter, wie bist du? Komm schnell los. Gibt es nicht. Gehen wir schnell. Wer ist denn der Egon? Empfange sie, empfangsbereit, aber hört ist kein Kommando. Ich bin der falsche Tür. Du sollst mal Dienst gehen. Also, ich hab massivste Kopfprobleme. Ich sag's nur. Alles klar, schönen Abend. Wirklich massivste Kopfschmerzen hier. Und ihr auch. Ihr droppt auch alle paar Sekunden schön runter auf die 42. Einmal kurz, nur ganz kurz, bam, und dann seht ihr wieder da. Einmal kurz, bam. Einmal kurz, bam. Und ich muss jetzt einmal kurz hier raus. Und ich muss einmal ganz kurz den Rechner neu starten, Digga. Das kann sich ja keiner geben. Ich kotze im Strahl, echt. Kannst du keinem erzählen. So, ich bin in so 4 Minuten wieder da. Logischerweise unter einem neuen Stream, ziemlich sicher. Toi, toi, toi. Man sieht sich. Bis dahin. Hoffentlich, auf ein Mal wiedersehen. Nein, also bis gleich. Mal schauen, ob es ein Stream werden muss oder ob das Ganze rein zufällig tatsächlich ausreicht mit dem, was ich bieten kann. Das wird sich zeigen.